Meine Damen und Herren, liebe Freunde, als wir das Projekt begonnen haben, waren es genau die beiden Punkte, die du hier ausführlich betont hast. Mehr Freiheit, mehr Demokratie. Wir haben uns über viele Dinge, die in unserem Land seit Jahren schon schieflaufen, Gedanken gemacht. Aber insbesondere darüber, warum es so ist und warum es völlig normal ist, dass seit Jahren schon die Beteiligung an Demokratie, die Beteiligung an Wahlen immer weiter zurückgeht. Warum seit Jahren schon das Volk immer weniger gefragt wird. Immer mehr werden wir bevormundet, immer mehr wird uns erklärt, wir haben dies oder jenes zu tolerieren oder dies oder jenes sei erst recht viel zu kompliziert geworden, weil ja inzwischen auch die EU mitspricht. Und irgendwie wurde es wirklich immer komplizierter und immer mehr verflochten. Und man sieht immer mehr Ausweg. Und dabei, Oskar, du hast es erwähnt, ist der Ausweg gar nicht so schwer. Wir sollten viel öfter den Mut haben, mehr Demokratie zu wagen. Wir sollten viel öfter den Mut haben, das Volk zu fragen. Denn wie wir schon bei der Einführung des Euros gewusst haben, wusste es auch damals das Volk schon besser. Und deshalb setzen wir uns für mehr Demokratie ein, eines unserer wichtigsten und zentralsten Forderungen. Denn alles andere, was wir auch fordern, können wir nur durchsetzen, wenn das Volk endlich mitsprechen darf. Und das geht nur durch mehr Demokratie. Der Christian hat darauf hingewiesen, es ist noch nicht so lange her, da war ich hier, ich glaube in Fürth waren wir, war ich in Bayern zu Besuch und wir haben die Partei vorgestellt, das war im März. Und danach habt ihr begonnen, intensiv begonnen, einen Landesverband aufzubauen. Und das, was wir hier heute machen, ist der Start einer Gründungstour, wo wir quer durch Deutschland, noch nicht in allen Bundesländern, weil nicht alle sind so schnell vorangekommen, aber in sehr vielen Bundesländern am Ende einer Woche, von anderthalb Wochen werden wir flächendeckend in Deutschland aufgestellt sein. Wir werden viele Landesverbände haben, nicht nur den in Berlin, sondern wir werden in Bayern, in Baden-Württemberg, in Hessen, wir werden in Hamburg, wir werden in Schleswig-Holstein, in Thüringen, in Sachsen und falls ich noch einen vergessen habe, bitte ich um Verzeihung, wir werden überall Landesverbände gründen und ich bin mir ganz sicher, dass wir kurz nach der Wahl in Deutschland überall die Landesverbände haben werden, weil wir eines gelernt haben. Wir setzen darauf, dass wir in Berlin alles dafür tun werden, dass der optimale Start gelingt. Und wenn das so ist, dann dürfen wir nicht wie viele andere Projekte in der Vergangenheit völlig ohne Strukturen in den Ländern dastehen. Doch während wir unterwegs waren, haben wir die Mitteilung erhalten, dass in Berlin ein Infostand von uns gewaltsam niedergerissen wurde und dort eine Frau, eine junge Frau bedroht wurde. Zum Glück griff die Polizei schnell ein und die konnten verhaftet werden. Aber was sind das für Leute, die eine freie Meinung nicht zulassen, die nicht zulassen wollen, dass man neue Ansätze in die Politik bringt, die nicht zulassen wollen, dass man mehr Demokratie in ein Land einführt, das es dringend nötig hat. Meine Damen und Herren, was sind das für Verrückte? Ich habe dafür kein Verständnis. Und ich rate denen, gerade weil sie sich so oft Antifaschisten nennen, rate ich denen einen Blick in die Geschichte. Hitler und seine Faschisten sind durch den Missbrauch von Demokratie an die Macht gekommen. Sie sind an die Macht gekommen, weil man ihnen Stück für Stück immer mehr gegeben hat. Und obwohl sie vorher alles gesagt haben, was sie tun werden, hat man geglaubt, es sei nicht weiter schlimm, ein Stück für Stück sich hineinzulassen. Und sie hatten ihre SA-Truppen, ihre Schlägertypen, die sich überall etabliert haben und die jeden, der das in Frage gestellt haben, mundtot gemacht haben. Sie haben keine andere Meinung zugelassen und irgendwann, da war es zu spät, da war sie abgeschafft, die Demokratie und die Freiheit zugleich. Und heute stehen wir wieder vor dem Problem, dass die Demokratie und auch unsere Freiheit, die ohnehin nie selbstverständlich waren, bedroht sind.
Diesmal ist es die islamische Ideologie, die Politik des Islams, nicht die Religion, die Politik des Islams, die diese Bedrohung für unsere Demokratie darstellt. Und wieder sind sie da, die fleißigen Helfer in der Politik, die nicht sehen wollen, die die Augen verschließen, die alles herunterreden und die jeden, der das kritisiert und vielleicht auch sachlich anspricht, Argumente vorträgt, in Frage stellen. Und wieder haben sie ihre Helfer. Diesmal sind sie rot lackiert, aber es ist dasselbe Modell. Wann immer jemand hinstellt, sich seine Meinung sagt, Argumente vorbringt, einen Film produziert, sich auf die Straße stellt, Flyer verteilt, aufklären will, kommen sie und schlagen alles nieder, wie in Berlin am heutigen Tag. Aber sie begreifen gar nicht, was sie da anrichten. Denn diese pubertierenden Idioten, entschuldigen Sie dieses Wort, die wissen gar nicht, dass sie ohne Demokratie und Freiheit auch die Möglichkeiten nie haben werden, die Grenze zu überschreiten. Denn der Islam, die Ideologie des Islams ist eine zutiefst intolerante. Denn die lässt nun wahrlich nichts anderes zu. Und meine Damen und Herren, wir alle müssen begreifen, dass der Islam und die Ideologie, die dahinter stellt, nicht nur keine Demokratie und keine Freiheit zulassen, sondern dass die Scharia, die dahinter steht, das ganze Rechtssystem, ein Werk der Unterdrückung, das Ende der Freiheit, für Rückschritt stehen. Schauen Sie mir und sagen Sie mir, in der Welt ist ein Land, das dieser Scharia folgt und dass man fortschrittlich und erfolgreich, wirtschaftlich stabil. Scharia und Islam stehen für Armut. Es gibt keinen Fortschritt im Islam, es gibt auch kein wirtschaftlich funktionierendes System. Und dass die Handlanger in der Politik sich schwer tun, angesichts ihrer Fehler, die sie seit Jahrzehnten gemacht haben, wenn wir über das Thema Zuwanderung reden und die Frage stellen, wird da nicht etwas hineininterpretiert, was nicht ganz ungefährlich für die Entwicklung der Demokratien in Europa ist? Angesichts dieser vielen Fehler, die sie gemacht haben, tun sie sich schwer, einzugestehen, dass das, was wir oft vortragen, was viele andere kluge Leute, was Menschen wie Necla Kelek oder Sedat Celili oft gesagt haben, richtig ist. Sie tun sich schwer, weil sie nicht wahrhaben wollen, dass sie sich geirrt haben. Ich erwarte aber von jedem Politiker, dass er die Werte, die über Jahrhunderte angeeignet wurden, die über Jahrhunderte erstritten und erkämpft wurden, dass er sie verteidigt und bewahrt. Ich erwarte von jedem Politiker, dass er die Identität der jeweiligen Völker wahrt.